So, heute teste ich mal die Müllermilch-Kirsch-Banane. Ich glaube, das ist nicht nur, ich glaube, bin mir relativ sicher, das ist ein fester Bestandteil im Sortiment. Das ist also keine Saisonsorte. Die gibt es aber fast nirgends. Bei uns gibt es nur einen Supermarkt und eine Kette, die das führt. Bisschen schade, aber gut. Das Ganze probiere ich jetzt mal für euch und eingeschenkt habe ich schon. Deswegen, also ich muss sagen, vom Geruch her tipptopp. Man riecht die Kirsche, man riecht die Banane, man riecht eine süßliche Banane, wie ich finde, und hat einen leichten Milchgeschmack und genauso schmeckt es auch. Die Kirsche dominiert übrigens, die Banane ist so ein bisschen im Hintergrund, dafür ist da noch ein guter milchiger Geschmack. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, wie wenn ihr Müllermilch-Banane trinkt und dann noch einen Haufen Kirschsirup mit drin oder Kirschgeschmack. So ungefähr würde ich jetzt beschreiben. Also man merkt wirklich, dass es die Müllermilch-Banane ist. Auf jeden Fall interessanter Geschmack. Jetzt kommt sogar die Banane ein bisschen mehr durch, beziehungsweise diese Bananenmilch. Ja, interessante Sorte. Könnt ihr gerne mal probieren oder schreiben, ob ihr sowas, ob ihr die bei euch habt im Supermarkt. Wie gesagt, ich muss gut suchen. Falls sich diese Saisonsorte interessiert, Kokos, schau mal mein anderes Video, wo ich abgelaufene Sachen getestet habe, beziehungsweise hier oben kurz. Das Ding war ja fast 4 Monate, 3,5 Monate abgelaufen und ich habe es probiert. Macht's gut, bis dann. Ciao.